Ja, hallo, ich bin der Game-Demon und willkommen auf Cloudplay. Redfall wird ja gerade kontrovers diskutiert, weil die Qualität mehr oder weniger nicht so mega ist. Und das würde ich sagen, das testen wir jetzt mal, ob das wirklich so ist. Also, auf geht's ins Spiel und gucken wir mal, ob das wirklich ein Reinfall und nicht ein Redfall ist. Mal gucken. Ich bin ja ein bisschen gespannt. Ich war ehrlich gesagt überhaupt nicht gehypt in das, auf das Game. Ist einfach nicht so unbedingt mein Spiel. Aber da merke ich gerade, dass ich irgendwie keinen Ton habe. Halleluja. Es fängt schon mal gut an. Ohne Ton. So. Warum habe ich keinen Ton? Ton, wir haben Ton. So, das sieht doch schon viel besser aus. Wir haben Ton. Redfall betreten. Ach genau, das war ja die Stadt, ne? Schauen wir mal. So. Wir spielen ja in einem schicken Hotel WLAN. Ja, also falls mal irgendwelche Artefakt oder sowas gibt, das ist das Hotel WLAN. Ja, oder die Cloud. Na, wer weiß. Ah, okay. Ach Quatsch, Text-to-Speech, das brauchen wir doch nicht. Was gibt's noch so? Okay. Oh, Untertitel an. Ja, wie immer. 7000 Jahre später und wir haben natürlich alles gelesen. Kleinst, kleinst. Kann ich eigentlich einfach zur Seite? Ich kann abfangen. Komm weiter. So. Okay, du befiehlst deinen Raben nach vorne zu fliegen und Gegner zu markieren. Okay, irgendwelche Raben und Markierer und Gegner, okay. Okay, schleichen. Also ein Geistergewehr beschwören, okay. Das ist schon ein bisschen schräg. Okay. Okay. Okay, Schutz mit durch ein Schild. Ach, das war das, was ich mal gelesen hatte hier. Das ist mal sein Ex-Vampir-Geliebten da. Naja. Okay. Naja, gut, so ein Blitzspeer sieht doch schon mal ganz witzig aus. Okay, dann hin teleportieren. Ja, das ist schon mal okay. Tja, ich würde sagen, das sieht schon mal sehr gut aus. C4-Ladung, okay. Sirene. Okay. Ja, na, Quatsch. Wir nehmen doch. Nein. Da. Genau. So, dann nehmen wir den hübschen. Dämmerung. Was ist denn da die Tag? Dämmerung. Ah, okay. Mittelschwer klingt okay. Okay, wir werden einfach nur spielen. Danke. The
Was hier passiert ist, ist meine Schuld. Früher war das eine schöne Stadt. Als ich herkam, dachte ich, ich könnte helfen. Sie sagten, ein Tropfen meines Blutes könnte alles ändern. Leute heilen und sogar vor dem Tod bewahren. Gut, da wissen wir schon mal, wer der Vampir war. Eine Welt, in der niemand außen vor bleibt. Überfließende Krüge, Bäche lebendigen Wassers. Wie dumm ich war. Sie waren Monster. Ein Tropfen genügte ihnen nicht. Sie nahmen sich alles. Jetzt wird dieser Ort Stück für Stück von etwas Bösem verschlungen. Als die Leute hier erkannten, was vor sich ging, war es bereits zu spät. Sie gehen sich selbst an die Gurgel, betteln die Monster an, sie zu verschonen. Manche verstecken sich, verängstigt. Auf Rettung warten, die nicht kommt. Andere wollten fliehen. Doch die Monster, die das hier losgetreten haben, ließen es nicht zu. Es gibt kein Entkommen. Niemand glaubt, dass Dinge so schlimm werden könnten, bis sie es tun. Dann ist es zu spät. Aber einige haben begonnen, zurückzuschlagen. Ich glaube, sie können diesen Ort retten. Ihnen steht nur eine einzige Sache im Weg. Eine ganze Stadt voller Vampire. Du kannst mir nicht entkommen. Niemand wird es. Ihr gehört alle uns. Die anderen wollen deinen Tod. Aber ich will dich hier lebend. Ich kann dich gebrauchen. Du siehst die Sonne niemals wieder. Das war
Faszinierend. Und furchtbar. Muss los, solange es noch hell ist. Ja. Redfall ist wohl noch nicht fertig mit mir. Material für ein neues Buch. Wenn ich überlebe. Okay, das Übliche. Die Sonne rettet. Oh je, schon mal gut. Captain war mutig von ihm, uns von der Insel zu helfen. Okay. Was zu futtern? Das wird wohl die Lebensenergie. Kann man da was machen? Nö. Okay. Ein bisschen eigenwilliger Grafikstil, aber okay. Okay, Taschenlampe an. Machen wir schon mal. Okay. So. Ein Medkit. Nützlich da draußen. Ja, das nehme ich mit. Danke. Kann ich dann auch was zu trinken? Nö. Na gut. Danke, nehme ich. Was hast du Schönes? Bisschen Story. Die Story. Was haben wir denn hier? Was ist das da oben eigentlich? Sieht ja ein bisschen abenteuerlich aus. Okay. Uiui. Liebes Hotel WLAN, machen mit. So. Können wir noch was aufmachen? Nö. Schade. Hier? Auch nicht. Gut, dann müssen wir da hinten raus. Kann ich nicht durch? Nö, schade. Aber gerade, ich hab doch eigentlich. War ich da hinten schon? Da blinkt. Okay. Ich bin doch gerade von unten gekommen, oder? Nö, bin ich nicht. Die Armen wollten einfach nur fliehen. Sie hatten keine Chance. Das ist einfach nur grausam. Wie zum Henker funktioniert das mit dem Wasser hier so? Okay. Irgendwie merkwürdig, aber es sieht ja aus, als wäre das ein Grafikglitch oder sowas. Ich habe keine Ahnung, weil so in dem Auto drin? Ich weiß nicht. Okay. Jo, wir ducken uns mal hier. Tausende Liter Meerwasser türmen sich auf. Das wird ja immer interessanter. Okay, es scheint ein bisschen Mystery zu sein, also das ist wohl gewollt. Ist nicht geklitscht, okay. Also interessant sieht das schon aus, irgendwie. Okay. Zählt noch irgendwas? Nö, ne? Ja, mal da rein.
Oh, eine Waffe. Nehme ich. Ich glaube, die werde ich brauchen. Das Übliche. Okay, nehmen wir mal die mit. Genau. Na gut. Verrückt! Die nächste Sonnenfinsternis steht erst in Monaten an. Ich habe die Sonne getötet. Ich habe die Dämmerung vereitelt. Okay. Ich gebe ja zu, dass das ziemlich schräg ist. Die Idee mit hier so einem quasi eingefrorenen Wasser ist irgendwie... schon cool. Aber ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob das seltsame Kleidung, Zeichen deutet auf Kultisten hin. Kämpfen oder meiden, okay. So, was wollte ich gerade sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob die Grafik so gewollt ist oder. Oh, jetzt kann ich noch erinnern. Oder ob das jetzt, ja. Ob es das ist. Weil, naja. Das ist auf jeden Fall nicht so die Oberwelle. Obwohl es atmosphärisch ist. Also, es ist schon mal. Ich will mal was draus machen. So. Okay. Da ist er. Los, beeilen! Hey, die Sonne! Die verdammte Sonne! Wir müssen weg, bevor das Wasser zurückkommt. Kommt es zurück? Warum sollte es nicht? Du weißt, wozu sie fähig sind. Du hast es gesehen. Sie können alles tun.
Uhr. Okay, was ist das? Na, da dürfen wir auf jeden Fall nicht rein. Okay. Was ist das? Hallo? Tja, runtergefallen. Na gut. Ist da jemand? Okay. Kleiner Ruckler habe ich, aber sonst muss ich sagen, geht's über xCloud eigentlich ganz gut. Überlegt, dass ich in einem Hotel-WLAN hier bin. Kann man sagen, dass das Spiel an sich eigentlich erstmal ganz gut läuft. Wenn man mal so kleine Ruckler, okay. Leuchtsignale. Schnell, da braucht jemand Hilfe. Oh. Verdammt, habe ich nicht gesagt. Ach, da. Da hinten, okay. Ach, schnell, ich habe hier Kisten. Hm, ist nichts. Okay, dann schnell. Na, dann rennen wir da mal hin. Vorsicht! Pass doch auf! Hey! Beruhig dich! Ihr Kopf hat mit jeder Stufe Bekanntschaft geschlossen. Und? Sie wollen das Blut nur, wenn sie noch leben. Schau sie dir an! Die atmet nicht mal mehr. Ich glaube, die war schon tot. Nein, die war eben definitiv noch am Leben. Woher willst du das wissen? Weil es so war. Sorry, okay? Soll ich Herz-Lungen-Massage machen oder was? Ernsthaft? Du erkennst nicht mal, ob jemand atmet. Und jetzt bist du auf einmal Arzt? Wir müssen wen anders finden. Vielleicht taugen ja die Leute oben im Bad was. Entweder die oder wir, oder? Hollow Man, wähl mich aus. Hollow Man, hol mich raus. Ups. Okay, die stellt sich mal am Baum. Ich höre dich. Und ich sehe dich. Das war mein Freund, du Arschloch. Okay. Ja, das war ja einfacher wie gedacht. Oder als gedacht. Okay, dass man hier noch rätselt, ob jemand tot ist oder nicht. Okay, na gut. So. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Hatte ich nicht gerade noch ein Ziel? Zip. Oh, da bist du. Carter.
Okay, betritt die Feuerwache. Mal gucken, wo hier eine Feuerwache ist. Okay. Wir sind fast bei der Wache. Bereit machen. Gut, wir können es also aussuchen, wie wir es machen. Mal schauen. Wenn man sagen muss, die Kultisten gerade waren ziemlich easy. Oh Mann, naja. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Seht doch die Sonne. Wenn wir fette Beute machen, komm ich weiter hoch? Komm ich weiter hoch? Ne. Okay, brauche ich einen Dietrich. Oh. Hallo. Etwas Hilfe wäre nett. Ey, bleib hier. Ich treff nicht. Bleibst du hier? Schade, ich dachte, der hat eine größere Waffe gehabt. Okay. Machen wir mal so. So, wunderbar. Gut, also ich muss ehrlich sagen, ja. Wenn man jetzt so die Autos sieht und so, das ist jetzt alles nicht so High-End-Grafik, aber wenn man sich immer so ein bisschen dran gewöhnt hat, geht es eigentlich. Also funktionieren tut die Grafik irgendwie schon. Ah, hier geht's rein, sehr gut. So. Die können wir wahrscheinlich anschießen. Okay. Kultisten killen. Machen wir. Ah, obwohl das hier sieht dann wieder zumindest atmosphärisch aus. Ja, schon gar nicht so schlecht. Ey, schreib mich nicht, du da oben. Oh, ja. Später, danke. Die nehme ich. So. Nee. Wie mache ich mit dem Ding denn noch Nahkampfangriff? Das klar, das hier. Ah ja. Achso, muss ich trotzdem Nahkampfdingens machen, okay.
So. Da fühle ich mich da schon viel besser mit dem Knifftchen hier. So. Gut, da geht's wieder nach draußen. Ne? Feuerwehrmann des Jahres, juhu. So. Okay, nach unten geht's. Gibt's hier noch was? Ah. Okay, Exit. Gut. Ich tippe mal, dass wir nachher irgendwie mal abhauen müssen. Da wissen wir schon mal, wo der Ausgang ist. Das ist ein Spoiler, ey. Vampir hat das Blut mal beendet. Das heißt, es kommt gleich ein Vampir. Ist eigentlich dumm, wenn man Untertitel anhat. Schade. So. Okay. Die Mission heißt auch so, also es wäre jetzt nicht so wild. Na toll. Ich keine Munition mehr hier, oder was? Gib mir Munition! So. Wo bist du? Hä? Ist okay. Ist okay. Wieso schießt der nicht mehr? Oh, auch keine Munition mehr. Okay. Jetzt legt sich der Staub. Ah, den Blitzspeer. Sehr schön. LB und den Blitzspeer zu werfen. Okay. Ja. War natürlich doof, dass ich schön keine Munition mehr hatte. Aber gut. Noch irgendwas? Okay, das Wasser nehmen. Ja, toll. Jetzt Munition für Schrotflinte. Danke. Was ist das denn? Nee. Ich dachte schon, das ist irgendwie ein Tresor oder so. Sah von Weitem so aus. So. Von wo klopft denn die hier die ganze Zeit über? Da war ich schon. Ja, geh mal hoch. Du bist zu weich. Iss den Speck selbst. Du würdest.
würdest dich noch bedanken, wenn du selbst Vorsicht. Das alles selbst. Ja, das ist schon mal witzig. Als würde mich so etwas aus der Bahn werfen. Okay, die Funktion ist nicht so übel. So, mal gucken, wer ist denn da drin? Hallo? Ist da wer? Ja! Hallo? Wir sind hier drin! Sind die Kultisten noch da? Ich mache erst auf, wenn sie weg sind. Oder tot. Tot wäre besser. Die haben den Strom abgestellt. Wir haben Verletzte. Und sie haben einen Blutsauger im Keller, dem sie folgen. Kannst du uns helfen? Ja, den habe ich schon gekillt. Wir sind keine Soldaten. Wir können nicht gegen diese Kultisten kämpfen. Okay. Strom anstellen. Ich habe da ja Strom in meinem. Naja. So, gut, das ist dann wahrscheinlich unten. Kann ich hier runterrutschen? Ja. Okay. So. Ist ja irgendwo ein Generator oder so. Mal gucken. Wo gab's einen Generator im Keller? Ach hier. Ich weiß, du bist hier. Beobachtest mich. Ah. Hab ich vorhin gar nicht gesehen. Zack. Na gut, dann können wir oben die Zivilisten befreien. Sind die Kultisten weg? Ihr könnt rauskommen, Leute. Aber Vorsicht, die haben hier ein Chaos angerichtet. Wären wir Devianten auf Redfall, Massachusetts. Machen wir das Beste aus der Situation und lernen die Leute hier kennen. So, nee, die Leute werden wir jetzt nicht kennenlernen, denn wir werden ein kleines Fazit ziehen. Also, ist eigentlich genau das, was ich vermutet habe oder was ich erwartet habe. Solide, würde ich sagen. Die Grafik ist vielleicht Geschmackssache, auch nicht so unbedingt meins, obwohl man sagen muss, sie hat schon ein paar atmosphärische Dinge. Also so jetzt die Lichtverhältnisse im Keller und so waren schon ganz cool. Und draußen so diese Anfangssequenz mit dem Wasser, was da so oben stillsteht und so. Das sind eigentlich coole Ideen. Die Geschichte erzählt in Standbildern, sag ich jetzt mal. Ist eine Variante, auch wenn es eine einfache Variante ist, aber ja, wenn das gut gemacht ist und bis jetzt ist das okay, sag ich mal, dann ist das auch ist ein Mittel, ne? Wenn es jetzt auch nicht gerade mit irgendwelchen Kinoreifen Rendersequenzen oder sowas mithalten kann. Ja, ich würde sagen, man sollte dem Spiel zumindest mal eine Chance geben. Also es ist nicht, es hat durchaus so Singleplayer-Charakter, was ich nicht gedacht hätte. Das ist das Einzige, was ich nie so erwartet habe. Multiplayer muss man mal sehen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich würde sagen, ein, zwei Patches abwarten. Gucken, was sich daraus entwickelt.
Es ist sicherlich nicht der riesengroße Wurf, aber vielleicht eine solide Basis. Mal gucken, was wir draus machen können. Die Anfänge waren eigentlich ganz lustig. Also, die Open World habe ich noch gar nicht gesehen jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die sich jetzt öffnen würde. Da kann man ja nochmal ein Update machen, wenn das dann wirklich wesentlich besser ist. Wo man jetzt sagen muss, hier hat man jetzt hier so ein Skillbaum. Okay, was kann man denn hier eigentlich alles machen? Den Blitzspeer zum Beispiel verbessern. Der war ganz cool. Also die Fähigkeit hier mit dem Blitzspeer fand ich eigentlich ziemlich cool. Okay, das ist ja warten und sich wiederbeleben. Okay, also es ist eindeutig auf Multiplayer trotzdem ausgelegt, ne, wenn man Teammitglied wiederbelebt. Obwohl, das könnte ja auch in der Gruppe mit NPCs sein, ne? Okay, Munition, das sollte ich machen, hatte ich nicht. Tja, tja. Ist eine gute Frage. Weiß ich noch nicht, was ich da nehme. Was haben wir hier? Die Karte. Scheint nicht so riesig zu sein, die Open World. Das finde ich persönlich positiv. Weil so diese überfrachtenden Open Worlds. Boah. Davon gibt es gerade so viele. Und ehrlich gesagt, noch so eine 100 Stunden Open World bräuchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Also. Ich werde dem Spiel mal eine Chance geben, mal noch ein, zwei Levelchen spielen und dann wahrscheinlich mal ein Update raushauen. Bis jetzt, wie gesagt, solide. Ich denke, die ja, 64 ist schon hart, aber so eine 70 oder so kann man, denke ich mal, so geben. Vielleicht, wenn man dann noch die ganzen grafischen Geschichten gepatcht hat, also wenn man da wirklich 60 FPS und all sowas hat und vielleicht auch die Grafik etwas hochgeschraubt hat, dann denke ich, kann man da schon in den 70er Bereich gehen. Obwohl ich jetzt natürlich nur bei dem Anfang die Anfangsdinger sehen kann. Ne? Ja, das war mein kleiner First Look. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer GameTemen. Tschüss.